Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Test. Wir spielen heute das Spiel AR, Memories of Old. Und was es kurz zu dem Spiel zu sagen gibt, es ist ein Indie-Titel, eher auf Abenteuer getrimmt und man kann sich sozusagen, wie erklärt man das schön, es ist ein sehr atmosphärisches Spiel, ein sehr ästhetisches Spiel, also es ist auf jeden Fall ein sehr schöner Stil. Ich habe es selbst noch nicht gespielt und wir gucken uns das gemeinsam mal an. Ich weiß nur so viel, dass man sich in einen Vogel verwandeln kann und, sag ich mal, die Welt somit erkunden kann in einer gesprengten Welt, wo ganz viele fliegende Inseln sind. Ihr seht es schon im Hintergrund und ich würde sagen, wir fangen mal an. Auk, hör mir zu. Ich weiß, dass du dich umsehen möchtest, aber die Pilgerreise ist für das Himmelsvolk von großer Bedeutung. Wie du weißt, sah das Land vor dem großen Zerfall anders aus als jetzt. Der große Zerfall sind wahrscheinlich dann die ganzen Inseln, die jetzt da sind. Statt der Himmelsinseln war das Land eins und die Ahnen bewohnten die Welt. Sie errichten große Bauwerke, unter ihnen drei Tempel hier im Land der Götter. Deine Reise wird dich zu allen dreien von ihnen führen. Etwas änderte sich jedoch. Die Ahnen führten den Zerfall herbei, das Land zerbrach und hinterließ uns die Himmelsinseln. Die Priesterin Kara betete am Leuchtturm und fand Antworten, die unserem Volk dabei halfen, die großen Katastrophe zu überleben. Die erste Station eines jedes Pilgers ist Karas Schrein. Also los, Aug. Okay, also wir sind wahrscheinlich Aug. Geh schon. Ich werde hier draußen auf dich warten. Okay, die Musik ist schon mal echt episch. Ich hoffe, das bleibt so. So, linker Stick ist bewegen. Ach so, viele liebe Leute, wir spielen das auf der Xbox One. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, ich spiele ja eh meistens die ganzen Spiele auf Xbox One. Und ja. So. Okay. Ah, springen. Alles klar. Okay, sie bewegt sich auch recht schnell. Das heißt, es ist nicht so, wie man es manchmal kennt, dass das so matschig ist mit der Steuerung. Hallo, Pilz. Kann ich dich hauen? Nee, das ist die Karte, die ich noch nicht erkundet habe, glaube ich. Okay, das ist das. Yep. Diese Tafel ist verwittert. Ein Teil des Textes ist unleserlich. Im Land der Götter gab es drei von ihnen, in drei Häusern, schlummernd unterm ewigen Firmament. Okay. So. Springen wir hier mal rüber. Und hepp, kann man da runterspringen? Hepp, und hepp. Und hier ist wieder eine Tafel. Hallo Tafel. Die Erinnerung an das Licht in unseren Herzen erstrahlt mit Karas Namen. Ihre Laterne führt uns, beschützte uns, als die Welt zerfiel und wir zum Himmelsvolk wurden. Kann man die Pilze einsammeln oder sind die nur Deko? Und hepp, und hepp, und hepp. Hallo, was bist du denn? Ist das ein Eichhörnchen? Soll das ein Eichhörnchen sein? Oder? Nee, oder? Ja, mal gucken. Oh, ist da unten. Kann man da runter? Bin ich von daher... Warte mal. Da bin ich daher gekommen, ne? Ja. Gehen jetzt einfach mal hier weiter. Und hepp. Sehr atmosphärisch und sehr Comic-Stil-lastig. Betritt die Halle der Erinnerung, der Karas Licht erstrahlt, solange sie lebte. Erlosch es nie, frag und vielleicht wird sein Schein die Antworten.
Ja, ich gut. Vielleicht auch der Schrein. Also es könnte auch sein, dass der Schrein dir antwortet. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Hallo? Hallo? Sie hat keine Augen. Ah, das ist die Laterne. Wow. Was ist jetzt? Okay. Hi. Ich glaube, ich muss hier raus. Wo lang jetzt? Links, rechts? Hier? Hoffe ich mal, dass mich hier kein Stein erwischt. Okay. Wahrscheinlich dann hier lang. What the fuck ist hier los? Nicht richtig? Was? Hoffentlich brennen diese Laterne lang genug, um den jungen Pilger den Weg zu weisen. Ah, alles klar. Gut zu wissen. Also immer den Laternen folgen. Stein, bleib mal da, wo du bist. Halt, stopp. Hela? Okay, wir haben es rausgeschafft. Hoffe ich zumindest. Der Ladebildschirm des Grauens. Du schaffst es! Du schaffst es! Du schaffst es! Ja! Auf ein neues! Oh. Okay, wir haben oben jetzt Koordinaten. Oh! Auk, bist du unversehrt? Den Göttern sei Dank geht es dir gut. Was ist da drin geschehen? Als die Höhle einstürzte, ging ich vom Schlimmsten aus. Ist das? Laterne? Sonderbar. Diese Laterne ist ein antikes Artefakt namens Karas Licht. Aus irgendeinem Grund leuchtet sie für dich. Das ist das erste Mal seit Generationen. Bewahre sie gut auf. Ich werde hier bleiben und mich im Schrein umsehen. In der Zwischenzeit solltest du deine Pilgerreise fortsetzen. In der Nähe des Leuchtturms gibt es ein Dorf. Folge einfach dem Papierdrachen. Papierdrachen? Ach da. Rede mit Deiner, sobald du angekommen bist, sie wird dir den Weg weisen. Alles klar. Beim Springen verwandeln. Ja, wie cool ist das denn jetzt? Oh Gott. Mit den Flügeln schlagen. Wow. Kann man auch abstützen? Jung. Alter, wie cool ist das denn gemacht? So, jetzt müssen wir die Papierdrachen suchen. Da war einer. Da ist einer. Ey, das ist voll cool gemacht, Leute. Ist das das Dorf? Wow! Ich lebe! Hallo. Auk, Auk, das ist dein Name. Hab ich recht? Was ist passiert? Hast du Geister gesehen? Oder Tiergeister? Schätze, Geheimnisse?
Ich würde so gerne auf Entdeckungsreise gehen. Es ist nicht fair, dass ich hier auf dieser Insel festsitze. Manchmal gehe ich auf Abenteuerreise mit meinen Eltern, aber das zählt auch als Abenteuer. Einmal waren wir an einem super tollen Ort, hoch im Norden, ziemlich verschneit. Mit einer riesigen Statue, sie ist ein wenig kaputt, aber trotzdem cool. Und ich heiße Erin, nur mal, damit du es weißt. Wow. Du sagst mir erst deine ganze Geschichte und dann sagst du, wie du heißt. Okay, hi Erin. Okay, wieder mal hier. Hey. Geht es dir gut, Aug? Dein Name ist Aug, richtig? Geht es dir gut, Aug? Dein Name ist Aug, richtig? Ja. Wir haben es von Karas Schrein her grollen gehört. Ich bin froh, dass du dem entkommen konntest. Ich heiße Dana. Ah. Willkommen, wir haben schon lange keine Pilger mehr gesehen. Dein Mentor, Medwin, war der letzte von ihnen. Meine Eltern haben ihm damals geholfen. Ich, John und unsere Tochter Erin werden nun dir zur Seite stehen. Solltest du jemals nicht mehr weiter wissen, kehre hier zurück und rede mit uns. Schließlich sind wir hier, um dir zu helfen. Die Reise eines jeden Pilgers führt zu den drei Tempeln im Land der Götter. Kara hat sie vor langer Zeit versiegelt, gleich nach dem großen Zerfall. In der Nähe eines jeden Tempels befindet sich ein Siegel. Dort versammeln wir uns, um den Geistern unseren Respekt zu zollen. Dies solltest du ebenfalls tun. Heilige Worte offenbaren sich denjenigen, die ihnen offen gegenübertreten. Das Heiligtum der Dämmerung liegt am nächsten, nordwestlich von hier. Okay, da wissen wir Bescheid. So, und wo ist der Mann? Mit dem will ich auch noch quatschen. Oh hier, hallo? Guck. Wo ist er, Mann? Da ist er. Hey. Hi, hallo und willkommen, Aug. Woher kam dieser Lärm? Was geht es dir gut? Ich bin übrigens John. Dana und ich kümmern uns um den Leuchtturm hier auf der Insel. Wir passen auf, dass im Land der Götter alles mit rechten Dingen zugeht. Keine leichte Aufgabe, wenn man all die seltsamen alten Ruinen und Wunder bedenkt. Seit Erin geboren wurde, fehlt mir die Zeit, sie zu besuchen. Aber das macht nichts. Ich glaube, sie ist abenteuerlustig und das erfüllt ihren Vater mit Stolz. Wenn du Zeit hast, würde ich dir einen Besuch der Windsangfälle empfehlen. Okay. Als die Welt noch eins war, kämmte ein Wassergeist ihr wunderschönes Haar am Bach dort. Okay, ein Wassergeist, der ihr die Haare kämmt. Der Wind sang zu ihr, bis sie ihr Haar herunterließ und es sich mit den Wolken mischte. Ein Regenbogen war geboren. What the fuck? Nicht, dass ich dort jemals einen gesehen hätte, aber es ist eine nette Geschichte. Dieser Ort befindet sich nördlich von hier, hinter den Wolken. Okay, wir haben jetzt zwei Orte. Warte mal, wir haben jetzt hier eine Karte. Willst du eine größere Karte oder war es das? Ich glaube, das gibt bestimmt noch eine größere Karte, aber... Okay, wir sollen jetzt nordwestlich. Also da lang. Boah, Alter. Hoppala. Kann sie sterben? Wie war das da mal mit den Schlagen? Ah. Nordwestlich. Das war cool. So nordwestlich hier. Können wir hier eine Karte aufmachen? Okay, man muss ja erstmal ein bisschen durchblicken. So, dann fliegen wir mal hier hin. Das sieht schon so danach aus. Zwielichtsee. Ist es das? Ich glaube. Hoppala. Ah! Das wollte ich nicht. Okay, ich will immer Double Jumpen, aber das geht ja irgendwie nicht. Hä? Rein? Okay, hier kann man nicht rein. Aber hier ist irgendwas. Ab. So, dann gucken wir uns mal hier um. Hallo. Ey, das ist voll richtig cool gemacht, Leute.
Hallo Viehzeug. Will dich treten. Okay, das beachten wir jetzt mal nicht. So, wir gehen mal darüber. Okay, die Musik kommt immer, wenn man fliegt. Das ist auch cool gemacht. Was ist das? Ey, nein! Hoppala. Ich muss jetzt mal mit der Steuerung klarkommen. Ich schaff's irgendwie nicht, da hochzukommen. Okay. Wir machen jetzt mal einen Landeflug. Hochziehen! Hochziehen! Jawoll! Haha. Okay. Was ist das? Also sie hat doch gesagt nordwestlich, ne? So, ist das der Schrein oder ist das... Ach, wartet mal, hier. Oder? Nee, das ist ja... Das ist das, ne? Nee. Ach, lol. Ich muss ja weiter. Okay, das könnte es natürlich dann erklären. Hier hin? Bin ich hier richtig? Hier muss ich doch hin, oder? Hier dann bestimmt. Lesen. Die Hoffnung unseres Volkes wurde durch ihre Worte und die Zuflucht, die sie uns gewährte, aufs Neue geweckt. Tiergeister halfen ihr, den Eingang hinter durch Sonne und Mond markierten fallenden Wellen im nahen Nordosten zu verbergen. Das ist ein Rätsel, oder? Die Hoffnung unseres Volkes... Ja, Tiergeister halfen ihr, den Eingang hinter... Durch Sonne und Mond, das ist ja vorne dieser Dings, markierten fallenden Wellen im nahen Nordosten zu verbergen. Warte mal, wo bist du hier irgendwo? Nordosten. Also da. Hier dahinter, Nordosten, dann hier wahrscheinlich. Oben? Fallenden Wasser, das ist doch Wasserfall, oder nicht? Also hier. Ich glaube, ich sehe was, aber... Das Problem ist, man weiß es halt nicht. Aber im nahen Nordosten, das ist doch... Das muss doch dann hier sein, oder? Verstehe ich das falsch? Ah! Aber Sonne und Mond, damit meinen die doch. Oder unten drunter, das kann auch sein. Warte mal. Okay, unten drunter ist es auch nicht. Das mit den Wolken ist echt cool gemacht. Aber... Hä?
Hier durch oder was? Hier sind immer so. Hoppala. Das ist ja niemals hier hinten irgendwo, oder? Da? Windsangfälle. Das ist doch schon wieder was anderes, oder? Ich habe hier gleich die ganze Karte erkundet und weißt du, wusste noch nicht mal, was ich machen sollte. So, das hat der Vater gesagt, ne? Ist das jetzt richtig? Gehen wir da hoch. Kommen wir da ganz hoch? Lesen. Ich bin Raya, Johals Tochter. Ich suchte nach seinen Worten, um zu verstehen, was ihm auf seinen Reisen geschah. Die Bürde meines Vaters war groß. Obwohl wir eine neue Heimat fanden, war er nie wieder derselbe. Es gibt Hoffnung und im Frühling wurden mehr Kinder geboren als noch zuvor. Wir werden uns erholen, aber er sorgte sich um die Dinge, die da noch kommen werden. Ich glaube, die Krankheit der schwarzen Steine, die mein Vater fand, bereitete ihm große Angst. Jedoch wurde sie bisher nur ein- oder zweimal beobachtet. Die Inseln, die wir nun Heimat nennen, sind sicher bald. Was sind sicher? Bald wird auch Kara ein Kind gebären. Und das Lachen ist in unseren Herzen zurückgekehrt. Aha. So. Was wollt ihr mir jetzt damit sagen? Ups. Ich muss mal aufpassen, weil wenn ich hier abstürze und nach unten segel, bin ich glaube RIP. Oh oh, zu weit. Oh, zu tief. Runter, segeln. Oh. Okay, hier ist was. Jetzt? Ach, lol. Ach, man kann die Laterne benutzen. Okay. Oh, lol. Jetzt? Oh lol, bestimmt konnte man auch bei dem anderen Schrein die Laterne benutzen. Ach Gott, das musst du das mal wissen. Jetzt haben wir hier. Gibt es ja auch irgendwie einen Aufgaben? Nee. Somit fliegen wir jetzt erstmal hier drüber. Da ist was. Aha. Sturzflug. Ah, zu tief. Alter, die fliegen, das habe ich nicht so drauf. Hopp. Okay. Ah. Ah, so geht das. So macht man also die Tore auf. Cool. Gut zu wissen. Das musst du echt erst mal wissen.
Somit würde ich sagen, Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge von AR Memories of Old. Ist echt cool. Und ich werde es auch natürlich weiterspielen. Und somit bin ich raus, Leute. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge.